Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoners War. Und ich habe euch ja versprochen, dass wir einen Gildenkampf zusammen machen. Und das machen wir jetzt direkt. Wie immer ohne große Umschweife, direkt auf die Kampfinsel. Falls ihr euch wundert, ich muss ein bisschen leiser reden, weil meine Tochter schläft. Aber ansonsten ist alles ganz normal. Fangen wir einfach mal an. Wir haben ja die Plus-6-Regel in der Gilde. Das heißt, gucken wir erstmal, was wir hier so für Gegner haben. Okay, das ist für einen Dienstag. Heute ist ja Dienstag, wo ich diesen Gildenkampf aufnehme. Schon eine relativ starke Defense. Die scheinen hier keinen Bock auf Low Defense zu haben. Alter Schwede. Okay. Ne, die haben definitiv keine Low Defense. Also das ist, scheint keine Farmgilde oder sowas zu sein. Die wollen scheinbar was reißen hier. Interessant, interessant. Da haben wir doch einen Kampf erwischt, wo wir tatsächlich ein bisschen interessante Dinge tun können. Okay. Ich denke, wir sollten hier, oder ich werde hier vor allem auf... Boah, sind aber auch Monster, ey. Ich glaube, ich werde hier auf Draws gehen. Das heißt, ich gucke mir einfach an, ob ich eines der beiden Teams, die in der Defense sitzen, besiegen kann. Das ist gemein. Das sind sehr gemeine Monster. Was haben wir hier? Der hier. Was kann der denn hier? Greift an. Ich rate. Toyp. Angriffstempo. Okay. Healer. Okay. Also das würde ich mal probieren. Und vor allen Dingen auf Team 2 mich fokussieren. Bei Team 1. Wie machen wir es bei Team 1? Ich glaube, das passt so. Ich würde das mal... Wobei, wir könnten... Nee, das wäre ein langer Fight da oben. Das wird ein langer Fight. Da gehen wir lieber mal ein bisschen auf Heal. Okay, wir probieren das mal. Ich will natürlich keine Monster verlieren. Das heißt, ich werde sehen, dass ich beim ersten Kampf nicht zu hohes Risiko eingehe, nicht zu knapp an die Lebenspunkte rangehe. Schauen wir mal, was wir hier reißen können. Ich würde gern gucken. Okay. Okay. Interessant, interessant. Ah, natürlich können wir die Defense jetzt nicht... Glück gehabt. Ich glaube, das wird schwierig. Weil die Buffs, die sind schon übel. Problem ist jetzt, wir haben jetzt natürlich... ein Debuff auf Berner. Ah, das habe ich fast gedacht. Okay. Schade, ich hatte gehofft, Bernard überlebt knapp, aber mit einem Defense Break ist natürlich schwierig. Wir müssen halt erst die Olle hier hinten. Okay. Nee, keine Chance. Okay. Bevor ich noch verliere oder so ein Quatsch, brechen wir das an der Stelle ab. Und hoffen... Oh, natürlich, gleich alle drei schlafen gelegt. Selbstverständlich, warum auch nicht? Oh, habt ihr das gesehen? Das ist ein verfluchtes Zwei-Sterne-Monster. Und hat einfach mal meinen Vero weggesniped. Und ich komme hier erstmal überhaupt nicht dran. Ups. Ich denke, das ist ein Lose. Das müssen wir so als solchen akzeptieren. Bevor hier noch was schief geht. Okay. Also plus 3. Also gucken wir mal, ob wir noch einen plus 1 und einen plus 2 haben, die wir angreifen können. Oder wir gucken mal bei den plus 0 und hinten machen dann noch einen plus 3. Nope. Okay.
Interessant, interessant, interessant. Ich würde mal auf den, den zweiten hier gehen. Fahrrad zu. Und der hier hat der, was hat der? Angriffstempo. Okay, das geht voll auf Speed. Ich würde dann also hier Feuer, Feuer. So. Und hier unten will ich möglichst keine guten Monster verlieren, weil das wird sowieso sowas von schief gehen. Deswegen gehe ich da gar keinen. Weil ein Theomas und ein Chizune zusammen, das ist immer so, als kann man eigentlich komplett in die Tonne treten. Also, das ist wirklich so sinnlos. Wir können ja mal einfach ein YOLO-Team basteln. Gucken wir mal, ob wir sowas reißen können, aber es ist Quatsch. Das Team da unten ist Quatsch. Zweite Kampf ist Quark. Da haben wir aber auch einen Gegner jetzt erwischt, wo ich euch den Guild frei zeigen wollte. Ich wollte eigentlich... Ja, und jetzt kommt der dran, das ist klar. Super. Genau so sollte das gehen. Jetzt kann man nämlich den Ausgleich machen. Zack, zack. Seht ihr? Ist er auf 50% runter. Und den hoch. So. Oh, perfekt. Warum perfekt? Das zeige ich euch gleich. Ah, oh, ich muss aufpassen. Der hat ja noch Dots drauf. Ein bisschen heilen muss ich. Und dann... Sauberer Schuss. Bam. So viel zum Thema, Kollege. Und jetzt haben wir den Bernard weg. Ja, der Ramagos killt ist jetzt nicht so wild. Aber habt ihr gesehen, die Combo mit der Hafenmagierin und Ramagos, die ist richtig genial. War jetzt nicht, sagen wir mal, nicht optimal eingesetzt, die Combo, aber. So, und jetzt brauchen wir langsam mal einen Heal. Da ist er. Ist halt blöd, dass die Hafenmagierin noch nicht geskillt ist. Dadurch kommt der Heal halt super selten und macht halt auch, heilt halt auch nicht super, also nicht so viel. So, dann können wir hier Ausgleich machen. Zack, zack. Und. Bar ist voll und Megan ist nicht mehr dran und Attack Bar ist reduziert und down. So funktioniert das. Hafenmagierin im Gildenkampf. Ich sag euch, die ist einfach wirklich, 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 wirklich cool, die Hafenmagierin. Mir egal, was andere Leute sagen, die Hafenmagierin fetzt. So. Ich habe jetzt Theo killen können, weil er dem den Skill-Block von Zyros nicht widerstanden hat. Das war ein bisschen, sagen wir mal, Glück. Glück im Unglück oder keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Ja, die heilt jetzt, das ist klar. Frage ist, nee, Zyros schafft es leider nicht, weil der zu schlechte Runen hat. Ich würde den aber gern noch, für gerade wegen diesem Skill-Reset, würde ich den gern gerade noch behalten. Okay, also machen wir noch einen plus 3er. Was haben wir denn hier noch anzubieten? Keine Chance, zu viel Feuer. Wir haben halt gerade Sigi verloren, das ist blöd. Könnten versuchen, das erste Team zu kriegen. Und zwar Lucian kommt da rein. Zyros kommt da rein. Problem ist, wir sind nicht schnell genug. Wir haben aber auch keinen Attack-Bar-Buffer mehr am Start. Ich würde mal
den als Heiler reinpacken. Der geht auf den, der geht auf den. Und unten. Unten, unten, unten. Was machen wir denn unten? Machen wir mal sowas hier. Wir gehen auf den Meeresherrscher. Ich habe einfach keine passenden Monster für den Kampf unten parat. Okay. Versuchen wir das mal so. Also wenn wir Glück haben, schaffen wir das obere Team. Aber nur wenn wir Glück haben. Da muss es aber wirklich ideal laufen. Aber da es ein plus 3er ist, gehe ich nicht davon aus, dass es ideal läuft. Seht ihr? Okay, wir wollen... Orion. Super. So, und jetzt in die Skills blocken. Super. Und jetzt dürften eigentlich beiden ersten sterben. Siehst du? Und der kommt nämlich nicht wieder. Diese Wasserfee hier, der Wasserfee, der kommt nicht wieder, weil halt Skill geblockt ist von Cyrus. Bam. Das lief. Das lief im Prinzip genauso, wie es hätte laufen sollen. Perfekt. Kann man nicht anders sagen. War perfekt. Hier können wir jetzt nicht viel machen. Wir können Immunity draufgeben. Wir können Fähigkeiten mit Abklingzeit blocken. Was nichts gebracht hat. Auch nicht schlecht. Guck. Wahrscheinlich durch deren... gucken wir mal, ob wir Rakan, wie weit wir den runterkriegen. Fast die Hälfte, okay. Nee, keine Chance. Nee, nope, null Chance. Null Chance. Meine Güte. Meine Güte. Bam, down. Tja, die, das ist eine ziemlich gemeine Kombo. Also mit diesem Immunity und diesem ganzen Geschütze und so. Das. Pff. Hier, die, wie heißt die? Chloe heißt die, glaube ich. Die ist echt fies, wenn die gut ist. Also wenn die gut gebaut ist, ist die fies. Okay. Dann haben wir den Gildenkampf schon. Das war jetzt nicht so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt habe. Was halt gut geklappt hat, war auf jeden Fall hier der Fight mit Cyrus zweimal. Also Cyrus hat echt seinen Dienst getan, obwohl er wirklich schlecht geruht ist bisher. Da werde ich noch ein bisschen Energie, Ruhen und Zeit reinstecken müssen. Ansonsten bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.